Dum dum da dum dum. Willkommen zum zweiten Stream am 9.9. Wir spielen heute The Witcher weiter. Ja, wir haben es weit geschafft. In der letzten Episode. Jetzt waren wir gerade dabei, zu Kalkstein zurückzukehren. Glaube ich. Wollte ich jedenfalls. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, fuck. So. Oh, was? Gott, ich bin gerade nicht dafür bereit, dass ich sofort wieder kämpfen sollte. Fühlt sich gerade stockend an, ich weiß auch nicht wieso. Jetzt kriege ich hier das da. For fuck's sake. Yeah. Das fühlt sich aber immer noch ganz, ganz komisch an gerade. Karte mal aufrufen. Wo muss ich hin? Wo soll ich hin? Wir wollten zum Landungssteg wohl wirklich. Denn wir wollten wohl ihn holen. Oh, da ist Hundspetersilie. Schubidubidubidubidubidubidubidu. Warte, wo ist es? Ach so, da hinten, ich sehe schon. I see. Ich meditiere mal bis zum Morgengrauen. Wow, wieso ist es einfach schwarz geworden? Und es regnet immer noch. What the heck? Oder nein, es hat aufgehört, oder? Eigentlich, ja. Sonst hätte ich euch wohl nicht bezahlt. Ja. Sind wir jetzt noch nicht da, bitte? Sag nicht, dass es auf der anderen Seite auch regnet. Bitte nicht. Oh, sieht schön aus, sehr gut. Grünes Gras. Alles schön, sehr schön. Eine Hafenhure. Hehehehehe. Hohohohoho. Aber die wissen nicht, dass ich die anderen abgeschlachtet habe, oder? Das wissen die nicht, oder? Oder doch? Ich sollte mal echt irgendwie mal Siegfried besuchen, ob der was weiß, oder... Ich frag dich mal, was weißt du so? Nichts. Weil ich sollte doch Shani im Krankenhaus besuchen, oder?
ist Charlie denn hier? It doesn't seem like she's here. Was nehmen wir denn für den Hintergang, wetten? Ach du Schande. Jetzt sieht man das auch mal richtig so in HD. Ach du Schande, ey. Es war komisch, wenn er einfach kommt und dann nicht plötzlich, so, keine Ahnung, also wenn er kommt und er sofort geht und einfach nur sagt nichts. Wie viel habe ich denn eigentlich gerade so geldmäßig? Oh, gar nichts. Tür zu Charlies Haus. Jetzt müssen wir zu Thaler lang. Nee, wir müssen nicht zum Thaler, zu Thaler, sondern auch nicht zu Schmied. Nicht zu Vivaldi, sondern zu Kalkstein. Interessant, dass eine Hure vor Kalksteins Haus ist. Okay, da bist du, Kalkstein, sehr schön. Und da, okay, nichts. Also muss ich einfach die Dinge aktivieren, wow. Und dem einfach nicht davon berichten, das ist unglaublich. Wenn es so ist, dann kann ich auch gleich Spiel laden und nochmal von vorne da anfangen. Wherever I was here. Das kann ich einfach so machen. Einfach so, damit ich mir die Reise spare. Hätte ich 5 Euro uns gespart, ich hätte halt etwas Gift in mir, aber passt schon. In der See und da. Okay, die jetzt bekämpfen. Sehr schön. Oh, okay. Okay, nehmen wir jetzt mal alle nacheinander alle Obelisken. Gibt es hier irgendeine Reihenfolge, die ich nehmen sollte oder so? Oder einfach so, so runter rundherum, ja. Tiberath. Oh. Ein Blötziger. Von so weit? Ich kann nicht wirklich nicht fliehen davor? Wirklich nicht? Und wie sieht das auf der Karte aus? Ja, der Obelisk wurde dann gelöscht. Dann müssen wir wohl hier... Und hier, kämpfen. Kämpfen! Altar der Telemele. Oh, warte, sag nicht, dass wir gleich hier im Gebiet der Typen sind da. Kurz und dann den nächsten raussuchen. Hier der Vena Obelisk ist sogar noch markiert. Den wollte ich eigentlich ansteuern.
Oh, schon Hegede. Ach, ich habe ja noch Schwalbe drin. Vom Kampf mit dem Golem, glaube ich. Das bringt EP, wow. Das ist ja mal nice. Aber eine Sephiroth-Typi, da fehlt mir doch noch, oder? Boah, jetzt mal ehrlich, Feuerstelle 4-4. Und mal, ich will, dass der Regen verschwunden ist. Das ist doch einfach scheiße. Der Regen ist doch einfach mies. Am ersten hier Dings. Ich brauche erstmal eine weiße Möwe. Okay, wir nehmen das hier. Weiße Möwe, jetzt können wir eine Schwalbe brauen. Das klingt irgendwie wie Alkohol. Das Leichengift passt, sehr schön. Das ist der Leichengift, ja. Das können wir auch mal machen. Waldkauz, brauche ich den? Nee. Lieber nicht. Und dann bis zum Morgenbrauen meditieren. 17 Stunden lang Meditation. Und ich gehe mal kurz hier. Also, seht ihr, gut. Das wird jetzt interessant, wie das im Stream aussieht. Lasst mich mal kurz. Aber das ist immer noch so mies, meh. Egal. Sollte jetzt eigentlich hochlauflösender sein. Ach gut, lassen wir das einfach. Feuerstelle, das sind die friedlichen Wölfe. Da ist Murren, was ich nicht zeigen sollte. Yep. Dann haben wir hier den Obelisken. Kithar Obelisk. Ist es der Obelisk, der einfach so kommt? Kethar? Kalksteins Notizen. Kethar. Schluckt euch hier über sich hinaus, selbst hinaus zu seiner Aufzahlung, dass ich letztes Jahr durch Zufall finden werde. Ich wollte schon erwarten, dass ich im Herrenhagen wäre. Oder werde ich auf dem Plumpstuhl sitzen, eine unbekannte Größe. Das Schicksal wird mir in die Hände spielen. Wenn ich das Kaltstein ist, werde ich ihn fragen und seinen gnomischen. Okay, dann muss ich hier eben das warten und ich nehme den nächsten Obelisk in Angriff. Auf dem Weg dorthin loote ich noch das ganze grüne Zeugs. Schöller, Schöllkraut und wir gehen dann hier weiter. Da lang. Da irgendwo muss doch hier. Gott, dass ich den nicht gesehen habe. Dann legen wir mal hier den Sephiroth rein. Der nächste Obelisk, oder ist da ein Obelisk? Steingolem. Nein, es ist der Steingolem vom Totenacker. Gibt es eigentlich eine Legende? Ich will echt mal wissen, wozu das Rote da ist. Weil besiegen kann ich den ja nicht mehr. Die Quest ist dann praktisch beendet. Das sollte ich mal weggeben. Ihr habt das bereits.
Wohl, weil die nach dem Genuss getrank die Fähigkeit für eine Intelligenz aus bei Stufe zu kaufen. Das sollte ich mir nicht das mal machen. Das habe ich schon und Golemmark. Und was ist das da? Maximale Ausbaustufe. Hier haben wir schon ausgemacht. Ich sollte mir mal ein Lagerfeuer finden, damit ich mir endlich diesen Trank bauen, braunen kann. Oh Gott, ertrunken schon wieder. Müssen wir wollen. Oh, da ist der Obelisk. Und ach, der Schande. Okay, bam. Na gut, das 10 XP ist auch nichts mehr. Ich muss also 10 von denen besiegen oder einfach einen Obelisken aktivieren. Es ist einfach mies jetzt von der Verteilung her. Ach Gottchen. Ein Blattzüger. Boom. Wieso werden die nicht getriggert? Ach, jetzt werden die getriggert. Dass die einfach so getötet werden. Du hast Uhr gesagt, das finde ich lustig. Also echt, Jasmin. Perfekt. Ja, schön, dass du es 5-mal sagst. Angestütztes Turm und hier ist noch ein Obelisk. Büschelkraut auf dem Weg. Wer hat die denn getötet? Oh shit. Okay, gut. Todd, obwohl die eine XP bringen, hat man immer noch Angst zu bekämpfen. Weil die einem im Team wirklich gefährlich werden können. Das ist... Wow. Lass mal vorher machen. hier. Nee, Quatsch. Alchemie. Jetzt. Golemmark. Mutagen, es werden bessere... Mixturtrüb-Trank. Spezialsubstanz. Brauche ich vielleicht einen weißen Möwe? Ja, dann habe ich das Golemmark. Mal sehen, was brauchen wir hier. Und das kann ich durch das ersetzen, das ist gut. Hundespile, Petersilie, das ist nur alle Quere befrächtig. Dann haben wir Monstruitätenlymphe. Eisenkraut, Gravierknochen. Dann nehme ich mir das da. Albas Kristalle, Hydragenum. Das will ich tatsächlich auch nehmen. Albas Kristalle. Oder lieber das da, ja. Okay, und das ist die weiße Möwe. Spezialassistenz, Mission. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Meditieren. Angriff, darauf habe ich nicht vorbereitet. Ich war gerade mit meinen Fingern weg von der Tastatur. Warte, wieso gehen die da lang? Okay, wechseln wir mit dem Kampfstil. Okay, die wollen nichts von mir. Sehr schön. Warte, ich habe mir den Trank gebraut. Also kann ich mir... Wolf, erhöht die Chance, was? Golemmark, Mutter, die intelligente Aufbaustufe Mondaufgang zu kaufen. Fähigkeiten erhalten, Mondaufgang. Okay, tell me more about this. Tell me more. Held, hier.
Intelligenz, Mondaufbau. Erfordert Goldtalent. Intensität. Mondaufgang, was ist das? Wird nur während der Mond aufgeht. Zeichen hinter. Wow. Ach, das wird das Muttergehen? Okay. Oh, das ist ja cool. Einfach wieder aufstehen. Einfach wieder aufstehen. Aber das ist ja cool. Jetzt kann ich, während der Mond steht, also in der Nacht, kann ich. Oh Gott. Kann ich also 100% Zeichen. Da lohnt es sich ja sogar jetzt in der Nacht zu kämpfen. Wow. Oh shit. Die Schwertstreife sind schon ziemlich. Boah. Und jetzt den da angreifen. Boah, das gibt's doch nicht, echt. So, jetzt habe ich die alle im Umkreis besiegt, oder? Gott, was? Boah, diese Hitboxen nerven. Sehr gut, dann konnte ich das doch aufsammeln. Überreste Nummer 1. Überreste Nummer 2. Weiße Myrte. Büschelkraut. Büschelkraut. Und noch ein Büschelkraut. Dann haben wir das ja. Wir müssen so herum. Looten wir auch mal diese weiße Myrte. Weiße Myrte für Vitrol ist immer gut. Werden wir immer brauchen. Wieso höre ich denn immer Affen, wenn ich in Kampf gehe? Das verwirrt mich gerade voll. Okay, Karte aufrufen, mir ist echt kalt. Ist da ein Ding? Lass mal reingehen, nicht dass ich dann irgendwas übersehe. Skoletell, Feuerstelle, Feuerstelle, Feuerstelle. Fein de Vade. Servin. Was hast du eigentlich zu sagen, Jared? Ja. Worauf? Das geht euch nichts ein. Aufstand. Ich muss mich. So wie. Euer Sack. Ja. Nee. Ich habe aber schon das gemacht, also. Regeneriert sich das eigentlich? Ja. Aber ganz, ganz langsam. Und dann müssen wir den nächsten Ding suchen. Da ist der nächste Obelisk, der Neza-Obelisk. Da ist der Yesaf-Obelisk. Also ab in diese Richtung da. Wobei ich wahrscheinlich erstmal etwas so gerne gehen muss. Hä? Ich bin verwirrt. Ah, verstehe. Und jetzt hier. Nee, hier geht's ja gar nicht. Lol, was? Kann ich nicht von hier aus zu großwertig ins Haus?
Lol, what? Ich bin gerade richtig verwirrt. Sorry, ich bin gerade richtig verwirrt. Geht's da zu großartig ins Haus? Aber ich finde das schon irgendwie krank von den von CD-ROM, dass sie großartig ins Haus. Also, das ist ja eine Kannibale, hallo? So, what the hell? Oh, da hinten ist ein Ertrunkener aufgetaucht. Wie viele Leute trinken eigentlich in einen in 10 cm großen Seen? Ist er gerade gestolpert? Oh, what the fuck? Der ist gestolpert. Sephira und Obelisk. Wer redet so, bitteschön? Der Obelisk. Das Sephira und der Obelisk. Also bitte, Leute. Grammatik. Oh, ich bin schon hier. Wow, die Obelisken sind eigentlich nah beieinander hier. Sephira und der Obelisk lernen reden, Bro. Uff, Obelisk. Ich muss aber noch nach dem Ding schauen. Hier lang. Mir fällt gerade was auf. Ich muss mal kurz etwas prüfen. Gib mir mal kurz eine Minute. Gib mir mal kurz eine Minute. Ich will mal schauen, ich muss mal kurz das Fenster aufmachen, weil ich hier schicke. Dann ist es auch kalt draußen. Das ist voll scheiße. Die Zwickmühle. Ich habe keinen Bock, Sachen anzuziehen. Oh, First World Problems. Ich wollte nur schauen, ob da ich ja die Hochladegeschwindigkeit etwas gedrosselt habe, ob das auch noch 127p ist. Wollte ich nochmal schauen, weil es in den letzten Tagen nicht so aussah. Also meine Meinung. Bitte trigger jetzt nicht den Ertrunkenen, doch. Schlimmste ist, man will ihn, man will die Dinge ja sogar. Ich habe jetzt alle alle Dinger da aktiviert, die ich hatte. Richtig? Lass mich mal gleich nachschauen. Aber jetzt brauchen wir nur noch einen. Der soll ja random irgendwie auftauchen. Deswegen habe ich keine Ahnung wann. Wow, das sah gerade aus wie ein Monster mit roten Augen.
Und wieder überraste Looting und ich bin low health. Weil ich hab doch. Ja. Das waren jetzt alle. Fundorte. Gott, sorry. Ich sollte aber echt nicht mehr im Internet schauen, das vermisst das Spielfeeling. Wir müssen wohl jetzt eine andere Quest weitermachen, und zwar die Quest mit Raimund und so, also dem Detektiven. Deswegen müssen wir zurück wieder in die Stadt. Jo. Vorher würde ich aber gerne noch meditieren. Das würde ich jetzt lieben gerne tun. 19 Stunden bis zum Morgengrauen. Wo wie viele Tage diese Quest geht. Also insgesamt die ganze. Oh. Ich kann jetzt Sachen essen. Und hier ist der Fährmann. Wenn der auf 10 Ohren oder so erhöhen würde, der hätte sowas von einen großen Zell. Ich habe ja schon an die 60 oder so bezahlt. Also 12. Ich hätte schon 120 davon bekommen. Hua. Heute ist Mittwoch. Notice, wie er erstmal so auf dem Boden slidet, bevor er seine Füße bewegt, ist voll lustig. Tür zum Haus des Detektivs. Wo was? Holy shit. Litoritenschwert, Hexensilberschwert. What the fuck? Was ist los? Danke, Gerald. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer?
Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt. Beruhigt euch mal. Ihr seid jetzt... Der ist doch gar nicht aufgeregt. Wohl kaum. Die folgende Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie aufgeregt. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur. Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, weißer Wolf. Das ergibt keinen Sinn. Schau, das wäre gut. Ich möchte sehen, wie Roman das geht. Ich muss alle Verdächtigen ins Kreuzburg gehen. Mit Populus, die muss den Kaufmann, Leute. Neue Quest, neuer Quest? Das macht keinen... What the fuck? Ich muss ja, dass ich im Beweis in Unschuld gefunden habe. Quest aktualisiert. Okay. Und Fistech. Ich habe eine Droge gefunden und ich nehme sie gerne mit. Hehehe. Hohoho. Okay, jetzt schauen wir mal unsere Quest an. Und zwar... Oder die Monolithen, ich muss alle ziehen, okay. Verdächtige Leuwarden. Dann, okay, ich... Armer Mann, was sagst du denn? Ich muss Leuwarden, der sich ja da befindet, sagen, dass er unschuldig ist, okay. Okay. Nö. Hier ist doch Declan, oder? Ja, da ist er. Ja. Ja. Ich habe meine Ermittlungen abgeschlossen. Also gut, recht. Wenn ihr nicht mit den Salamandra arbeitet, wer seid ihr da? Ein bescheidener Kaufmann. Gestattet mir euch zum Dank ein Geschenk. Wir kennen dich. Lasst die Ausflüchte, Declan. Dieses Symbol steht für meine Geheimgesellschaft. Wir wollen die Salamandra vernichten. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Salamander haben viel riskiert. Ich sage euch, dies ist eine politische Angelegenheit. In Redanien läuft ein größeres Rentenspiel. Wir sind in den Menschen voll fest. Oho. Was hat das mit den Salamandra zu tun? Asa Javed hat die Spezialeinheit nach Norden geschickt. Meine Männer haben sie gesehen. Auch so heiß. Was baut sich denn zusammen? Quest abgeschlossen. Verdächtige Leuwarden. Ich habe Leuwarden dankbar gewonnen und dann braucht was. Okay. Stufe aufgestiegen. Oho! Da kann ich hier gleich das Feuer dort hinten nutzen. Ich weiß aber nicht, was ich denn sonst machen soll. Questtechnisch muss ich mal schauen. Ist ja schon. Dass mir einfach so die Sachen gehen kann. Hier, Feuerstelle. Neue Talente, warum? Auch wenn ich jetzt eine Feuerstelle dafür hergeben muss, okay. Ein Silber und 3 Bronze. Wo habe ich überhaupt noch Bronzetalente übrig? Möglich Gera 2 pro Tag Energie hinein. Bei der Ecke, okay, von hier anfangen. Wahrer Mumm. Immunität gegen Schmerz wirkt nur, wenn Alkohol. Nein. Aber hier könnte ich was machen. Glutenresistenz. Aggression, Schaden. Aber nee, erstmal hier. Gewandtheit. Geralt erhält die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Parieren. Plus 10. Intelligenz, Art. Mit die Chance, einen Gegner zu entwaffnen. Schaden plus 20. Oder haben wir hier noch irgendetwas Wichtiges? Bluten. Schaden.
Verbunden. Ich glaube, ich mache Pfeile. Da brauche ich mehr Präzisionstreffer. Und zwar wie? Gruppenstahl. Schneller Stahl. Starker Stahl. Bluten wäre schon nice, aber ich weiß nicht. Es ist immer so eine Qual der Wahl. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Parieren plus 10. Ich weiß ja nicht. Jetzt kommt es an das Silbertalent, jetzt wird es noch interessanter, wo ich das denn verwende. 8 Ausdauer kosten 20. Ob ich sie vielleicht in den schnellen Stahl investiere? Nee, dann wäre hier in den Silberschwert. Die Stärke wäre auch interessant. Oh, wow, ich habe Stärke Stufe 4. Bitte. Schaden plus 10. Schaden plus 10 oder eben hier Schaden. Ja, ich mach das da. Und jetzt eine Stunde meditieren. Das ist gut. I like this. Sehr schön. Nee, das wollte ich nicht. Die Waren von Kaufmann, die Klar, nee. Tagebuch wollte ich. Der Hundevertrag, der Algul-Vertrag, das verlorene Lamm. Jetzt habe ich noch einen Grund. Okay, hier. Was steht denn da? Status aktiv, okay. Ein alter Freund, ich sollte Shani im Krankenhaus besuchen. Ich muss mit Shani über das Schwert sprechen. Mysteriöser Turm, ich brauche nur noch den letzten Sephiroth. Ich muss mit Bockfleisch über seine... Ich muss Bockfleisch befragen. Aber wo ist Bockfleisch? Das ist eben die Frage. Er muss in seinem Haus sein, oder? Dann muss ich aber bis zum Mitternacht meditieren. Denn nur da kann ich seine Rüpel da bekämpfen. Ertrunken, ne? Ach du Schande. Ich habe den Stahl erhöht, Bitch. Also ja, ich bin nicht mal mehr berührt. Wow. Ich bin so geil. Hier lang. Wir müssen jetzt zu Boxfleisch, heißt in die Nähe von Dings. You know. You Knopf Bro. Wir müssen in die Nähe von der Kaserne. Also da rechts. Siegfried, was
was würde Siegfried denn eigentlich zu uns sagen? Ich speichere mal das, Vorsicht, weil ich das Spiel genug jetzt kenne. Oh, der reagiert gar nicht drauf. Hier fehlt echt das Storytelling teilweise. Dass Leute richtig reagieren. Sieht so aus, als müsste ich. Such dir nichts. Das ist das. Oh, ich muss das Meteoritenschwert auswählen. Habe ich jetzt das Meteoriten? Wow. Ach du Schande. Nice. Und was hat der? Oh, der hat auch einen Schlüssel. Boxfleisch raus. Boxfleisch, wo bist du? Wo ist der? Eine Holztruhe. Hä? Sollte der nicht hier sein? Der sollte doch eigentlich hier sein. Sollte ich mal. Sollte ich vielleicht in der Schenke vorbeischauen? Boxfleisch. Okay, 5. Coleman ist auch da. Was wollt ihr? Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Schon sehr viele. Gibt's ein Problem damit? Erzählt mir am besten alles, was ihr wisst. Als ob wir so furchtbar wissen würden. Azar etwas. Ich habe einen Grundsatz. Bevor ich jemandem die Kehle aufschlitze, gebe ich ihm einen Rat. Droht mir nie. Merkt euch das. Ich meine, der Ruf ist alles, oder? Nein. Ich komme wieder, ich muss mit euch über diese Lahmann sprechen. Ich muss mit euch. Eure Handlanger werden nervös, wenn ich nicht. Denen geht's wie mir. Und ich bin die Priesterin der Melitele. Ihr seid Menschen, der sich nicht oder geht dumm, mich zu beschuldigen. Weder noch, Boxfleisch. Du bist nicht mutig? Und jetzt haut ab. Eure Leute haben mich im Krankenhaus angegriffen. Geht's noch? Ich habe sie hingeschickt, um einen von uns zurückzuholen. Gut. Ich will das mal glauben. Mir fehlen Beweise. Ich lasse euch erstmal in Ruhe. Danke. Aber ihr versteht sicher, wenn ich euch nicht gleich die Füße küsse. Falls ihr Yavin finden solltet, würde ich gerne davon erfahren. Und wenn ihr welche seiner Handlanger findet, hätte ich auch nichts dagegen, die zu sprechen. Okay, dann ist er also positiv gestimmt. Ich muss doch warten, bis das Raimund sich wieder an mich wendet. Ich werde den Fall weiter bearbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Okay. Also müssen wir jetzt auf Raimund warten und wir haben gespeichert. Oh, das sieht interessant aus. Der Malöwe schickt mich. Was liegt an? Er hat neue Informationen. Ihr sollt so schnell es geht in sein Haus kommen. Wie sagst du, dass er neue Informationen hat? Meine Beine tun weh. Resolute Junge. Aber okay, wenigstens geht's so schnell. Badabam. Du hast dich eigentlich gar nicht versteckt, du bist einfach kurz rausgegangen zum Edeka oder so. Fistech. Raimund, benutzt du Fistech?
Okay. Wieso vibrierst du? Willkommen. Ihr werdet nicht glauben, was passiert. Erzählt es mir. Wartet. Vergesst nicht, ich habe Unkosten. Wie viel schulde ich euch? 200 Orens. Diese Untersuchung wird langsam teuer. Ich bin kein Prophet und ich lebe nicht von Wurzeln und Beeren. Meine Informanten auch nicht. Ich garantiere euch, das deckt kaum das Notwendigste an. Für 200... Es kostet... Verzehr. Ja. Ich bin... Ich habe zum Geschäft. Nicht gut. Zumal er gestern Nacht gestorben. Wer? Wie ist das passiert? Naja, mein Zustand war zwar bedenklich, aber ich habe so das Gefühl... Dass da jemand ein wenig nachgeholfen hat? Genau. Ihr seid doch mit Charlie befreundet. Bitte sie eine Autopsie vorzunehmen, wenn wir erstmal die Todesursache kennen. Moment mal. Ihr spioniert mir. Nice. Ist mein Job. Bis später. Nice. Aber wieso... Ich muss mit Charlie intim für den rechten Namen vom Totengräber holen. Weil wieso vibriert hier mein Talisman? Der vibriert eigentlich nur auf Monster. Ich kann mit der Untersuchung nicht weitermachen, bevor ich die Autopsie vollendet habe. Okay, heißt, wir müssen Charlie im Krankenhaus besuchen. Beziehungsweise einfach Charlie besuchen. Vorher würde ich aber tatsächlich noch gerne hier in die Bar zurück. Das habe ich nicht vergessen. Ich wollte nämlich meine Sachen da einlagern und so. Finde ich cool, wie der Talisman hier Lichtreflexe bekommt. Find ich cool, was... Was ist das für ein Deutsch? Ich kann einfach nicht mehr reden. Das ist einfach unglaublich. Shankwood, Coleman. Bier, Albers Kristalle. Extrem viel andere Sachen, forensische Medizin, Golemmarkt, das kann ich transferieren, über die Belebung des Unbelebten, Schlüssel zur Box vielleicht Haus, Dürrobst, Salamanderbroschen behalte ich mal, Wolfspelz, Rezept für Mariborwald, aha, Fistek behalte ich mal, weißer Honig kann ich hier hin tun, was ist Wolf? Lekopfagenöl, Katze, Schneesturm. Die zwei Verträge hier. Das wird langsam voll und deshalb, davor habe ich Angst. Coleman. Sag mal Coleman, was hast du zu sagen? Fistek. Verkaufspreis 20 Jeras. Hätte ich 40, ja, nee, behalte ich mal. Sag mal, wenn ich speichere. Blöd. Habe ich jetzt eigentlich genügend. Sehr alter Wein. Toussaint Rot. Habe ich jetzt eigentlich genügend Mannspaar, um den zu übertolpern? Schlipp, schlapp, schlappendappen. Du hast das Depp vergessen, wie in Seppi ist ein Depp. Hehehe. Trinken wir was. Trinken wir weiter. Ja, wir haben schon den ersten Effekt. Gott. Warte, wir trinken den sehr alten Wein. Oh Gott, nein. Toussaint Rot passt doch perfekt. Ich
hätte Tussarote trinken sollen statt dem selben Wein. Komm, komm, kipp um. Kipp um, Bro. Gut, dann ist es ja geklärt. Seppi, bist du verschwunden, nachdem ich dich beleidigt habe? Nein! Oh. Könnte ich nicht alle Wolfspelze mal mitnehmen und schauen, ob die jemand verkaufen will? Ich mir nachschauen. Ich hasse dich jetzt. Oh, Mann. Ich mochte dich so doch so sehr, Kappa. Warte, was bieten Sie denn an? Haben Sie... Brüste. Haben Sie wieder Weine, Nilfgaard, Sudanwohl, Kirschgeist-Tinktur? Ich nehme die Kirschgeist-Tinktur, den temerischen Roggen, Wodka. Und das da, ja, das passt schon. Grob destilliert, nicht interessiert. Das hat sich gereimt. Gut, gehen wir mal wieder raus. Jetzt gehen wir mal Shani besuchen. Ich, alternativ könnten wir auch zu Declan, aber nee, der ist ja nur frühst da. Also morgen früh gehen wir zu Declan und versuchen mal die Bargesschädel und die Wolfspelze zu verkaufen. Wäre mal interessant, wie viel wir dafür bekommen würden. Ich könnte die Soldaten, also die Wachen greifen. Nein. Das tue ich mal nicht. Ich muss zum Totengräber. Wo ist denn der Totengräber? Händlervierteltor, Vinzensposten, Stadtkirche, Haus des Jelastaler, Krankenhausgarten, Kloster, Gasthaus zum Argenwehren, Stramm Hüftenbüttel, städtische Kloake, Tor zum königlichen Schloss, Scharnis Haus. Totengräber, hier. In diese Richtung. Schade, dass man das hier nicht als HUD eingeblendet bekommt. Das war so, das war eigentlich ganz nett. Das tollste Gespräch aller Zeiten. Berberon, nehmen wir das mal. Und hier noch was. Und ja, hier noch das da, genau. Und hier und das da. Hier noch eins. Eisenkraut, sehr schön. Tür zu Thales Haus. Warte, hä? Tür zu Thales Haus. Wo ist denn der Totengräber, bitteschön? Ah, hier muss ich dann durch. Ah, I see. Das Händlerviertel-Tor ist zu, oder? Schlumpfgrumpel, was?
Kommen wir auch wohl nur morgens hin. Dann ab zum... zu Shani. Shani. Oh, Shani! Tür zu Shanis Haus. Jetzt wird's interessant, ob wir an der alten Oma vorbeikommen. Die ist ja besonders schlimm zu dieser Zeit. Ich bin nicht verwirrt, das ist bei mir normal. Oh Gott. Ich muss hinaus. Aber. Es wird jetzt so einige Zeit weitergehen. Wo? Ich bin. Sitzt in mir. Aha. Das war. Ach. Habt ihr. Zehn Ohrens? Hinaus! Aber... Was? Ich habe gezahlt... Ich hasse diese Frau. Ich hasse diese alte Frau. Ork. Boah, das dauert so lange, bis man der vorbeikommt, oder Witz? Was? Schade, ich bin jetzt nämlich verwirrt. Alt, grau, der Nervensäge. Ist es nicht, gute Frau? Schade, bringt euch auf. Dann sagt halt eure Mutter euch. Aber. Hinaus! Was zur Hölle, Bro? Was zur Hölle? Was zur Hölle, alte Frau? Gott, endlich! Ich warte auf diese Momente. Seppi, wenn du dich geduldest, könntest du bald deine vernackte Frau sehen. Ach so, ein Hemd, gut. Gott, ich dachte... Wir müssen reden. Roar. Ein paar Leute starben bei einem Kampf im Krankenhaus. Hm? Habt ihr etwas damit zu tun? Hehe, Brüste. So redet doch. Ich wollte einen Gefangenen verhören. Einen eurer Patienten. Aber wir wurden von ein paar Schurken gestört. Ihre Leichen waren es, die die Wache entdeckt hat. Jedenfalls soll der Gefangene an einen sicheren Ort gebracht werden. Danke. Brüste. Ich passe nur auf euch auf. Ich habe ein Problem. Es ist in meiner Hose. Ja. Ich hörte... Das stimmt. Ich fand... Er starb bei der Schlacht von Brenner. Ihr seid Medizin. Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Rotschopf, hey. Der Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe. Er starb als die Katrillon. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keiner. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit den Farben, das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Schatz. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Genießt die Brüste. Aber fragt den Zwergsort in Shiva. Sein Wissen über Waffen ist Beispiel. Sollte mit Sultan sprechen, er kennt sich mit solchen Dingen aus. Okay, dann mit Sultan sprechen. Ich habe. Ja. Ich brauche. Eine Autopsie? Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut, aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich. Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Den Funktion habe ich ja. Während ich auf den Leichnam warte, sollte ich mit dem entsprechenden seine Untersuchung schon mal durchgeführt und ein paar Bücher darüber lesen, ja. Warte, was war das? Ich sollte warten, oder wie? Wenn ich auf den Leichnam warte.
Okay, und jetzt muss ich mit Zoltan sprechen. Zoltan ist wahrscheinlich bei der, bei Vivaldi. Es kann tatsächlich passieren, wenn man von oben kommt, dass nochmal die Alte einen anspricht und anscheißt und nochmal etwas will und dann wird man einfach rausgeworfen, wenn man eh raus wollte. Ist eigentlich ganz lustig. Die Stadtwache macht mich nervös. Ich will die nicht aus Versehen angreifen. Weil dann kriege ich einen Typen auf meinen Hals gehetzt, den ich nicht besiegen kann. Und das ist scheiße. Ja. Das ist das Witcher-Leben. Ich kann jetzt auch alle Zauber wirken. Ich könnte die theoretisch alle besiegen, aber nein. Sonst ist alle hinter mir her und sonst wen. Ist ironisch, dass wenn ich diese hier besiege, dass sie mir noch einen stärkeren Typ auf den Hals setzen. Gulan. Wo ist er? Wo ist Zoltan? Sprich. Oder stöhe. Oh, was? Q. What the fuck, Meuchler? Sogar Meuchler, die wir es aushalten. Sehr schön. Jetzt sollte nicht die Stadtwache kommen. Fistek. Du bist rot. Fistek. Ich glaube, ich muss es jetzt zum Tag machen. What the fuck? Wieso kommen die alle? Eine Stadtwache im Hintergrund. Salamanderbrosche 2, was ist das? Süßigkeit. Und Fistek. Fistek ist übrigens eine Droge. Aber wieso sind plötzlich so viele Meuchler hier? Sind die wegen dem Typen, also ihr wisst schon, da oder? Wie ist das? Wie läuft das ab? Hunde, arme Frau, Infanterist des Ordens, Schurke, arme Frau. Die armen Frauen und armen Männer hier echt. Schlafen die nicht mal? Jetzt reden wir mit dem Schankwind, wird aufbewahren lassen, unbekannter Trank. Tut mir leid, ich wurde kurz gestört. So. Was wollte ich machen? Bestienfangzahn. Ich würde sagen, dass ich erstmal ein paar Sachen einlagere. Hier von den Dingern. Sachen, die ich sehr wenig habe. Okay, blötzige Blut habe ich viel, aber ja gut, ihr wisst, was ich meine. Von denen kann ich einige Sachen einlagern. Ginazsäure, Vitriol. Das ist Vitriol, wirklich? Okay, wir müssen das jetzt mal richtig mal sortieren. Und die Sachen hier muss ich echt sehr viele Sachen verkaufen.
diese Sachen verkaufen. Ich muss mal alles verkaufen hier, echt. Also zeigt, was ihr verkaufen sollt. Das da soll ich verkaufen, die Broschen hier alles verkaufen. Die Kiste, das muss ich hier rein. Nierenfett. Forensische Dings will ich behalten. Das verkaufen. Zwei von denen da verkaufen. Dörrobst habe ich hier. Habe ich mehr Dörrobst oder ja? Hier habe ich Dörrobst. Das Essen brauche ich doch gar nicht mal. Das finde ich einfach beim Looten. Brötchen. Blaubeeren. Hier die ganzen Sachen hier weg. Tafelwasser. Na gut, das behalte ich mal, aber. Dann so Sachen wie. Hier habe ich Grundlagen der Alchemie dreimal. Verkaufe ich. Es sind doch viel zu viele Sachen, echt. Ausgenommener Fisch. Den ganzen Schrott verkaufe ich mal. Okay, und jetzt benutzen wir mal das Feuer hier draußen. Okay, so. Bis zum Morgengrauen. Und noch eine Stunde, sagen wir 6 Stunden meditieren. Carmen. Und Seppi, bist du da? Willst du eigentlich etwas Action sehen? Soll ich es mit einer H-Punkt machen? Und mit einer Hafenhure? Ich muss jetzt mal zu Leuwarden. Ich will Trackmania sehen. Nein! 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 Just no! No, you won't get it! Why do you keep asking? Ist das eigentlich Englisch? Ja. Why do you keep asking? Asking. Ja, das ist eigentlich. Seems legit. Ich habe einer der Leiterin des Bordells geholfen und deswegen darf ich mit ihren Typen da umsonst machen. Was? So niedriger Verkaufspreis? Okay. Mehr wollt ihr nicht? Also mehr genau wollt ihr nicht? Nee? Nicht? Rubin. Saphir. Gänseblümchen. Bernstein. Orchideen. Nicht mal schauen, bevor da irgendetwas Wertvolles darunter ist. Nö. Boy. Klick, klick, klick. Wie viel Geld habe ich? 557, wow. Da könnte ich mir ein neues Buch kaufen. Aber vielleicht will ja noch der Juno, der Totenwächter was. Deswegen lieber nicht. Sultan Chival, dich will ich sprechen. Ich einfacher Schwert. Sagen Sie, dass euer Wissen überwachen bei Schicht ist.
ist ein echtes Hexenschwert von höchster Qualität. Und dafür brauchtest du eine ganze Questreihe. What the fuck, Geralt? What the fuck? Ja, kannst du mal echt? Oho, was ist das? Wie war denn so eine Geldbank? Hier ist euer Geld sicher. Ja, sicher, wer es glaubt. Kann ich hier was verkaufen? Hm, ja, ich kann meine drei. Wow, das ist eigentlich was sogar. Ach, und es kommt hier. Palex Lieblingsfarbe. Hellblau. Also, ja, eigentlich blau, ja. Ich habe das bereits gelesen. Ich könnte hier alle meine Sachen verkaufen. Ich will es mal kaufen und verkaufen, mal sehen. Das Buch enthält Informationen über weibliche und männliche Vivern sowie über Brauer. Dieses Buch fügt den Tagebuch und Eintrag im Estarium hinzu. Diesen Gegenstand wirklich verkaufen. Sehr schön. Rune der Erde. Wann habe ich denn die bekommen? Gut, Bauernhändler. Jo, ich will ein paar Sachen verkaufen. Hier. Drei. Ach, hier sehe ich's. Hätte ich eigentlich sehen können dann. Brot verkaufen. Brötchen. Hätte ich auch essen können, ganz ehrlich. Na gut, bei solchen Mengen dann doch nicht, aber. Blaubeeren. Hier ausgenommener Fisch. Take it all, take it all. Fahren dahinter. Oh, was hast du denn? Goldring, Goldring, interessant. Eigentlich ganz interessant. Kräuterkunde jetzt. Die will es nicht kaufen, schade. Sultan, yo, bro, how you doing? Kann ich noch was kaufen? Hab die Spritzbrüder-Insekten und andere Irrungen, die der Autor lässt über Kostscheid. Über Kostscheid. Forensische Medizin. Wie kostet das eigentlich? Feldpflanzen, bereits gelesen. Doppelklicken zu kaufen. Ich hab dies bereits Laras Geschenk. Ich sollte mal mit allen meinen Büchern hierher kommen und verkaufen. Theoretisch geht das doch, oder? Weil ich habe jetzt hier die Sachen für Basilisk und so. Na gut, dann lassen wir uns zum Orden der Flammenrose gehen. Wow. Unheimlich leuchtend. Wo ist denn nochmal der Orden? Da hinten, oder? Ja, wenn ich hier ran lang gehe, dann müsste ich hinkommen. Oh, danke, ich bin wunderschön. Die Leichen, die verbrannten. Die verbrannten Leichen der Pest. Eine Autopsie gemacht. Stichwunden im Bauch bedeuten Bandenkriege. Abgerissene Köpfe bedeuten Bestien. Und schwarze Zungen bedeuten Gift. Im ersten Fall machen wir Boxfreisdruck. Im zweiten übergeben wir die Sache dem Orden oder einem Hexer. Im dritten wenden wir uns an die Frau des Opfers. 90% der Fälle. Was? Autopsien sind reine Zeitverschwendung. Aber hä, wie komme ich denn? Ein Händlerviertel, kann ich hier durch? Abgeschlossen. Ich habe Lockenschwinden, aber wir dürfen nicht mehr miteinander reden. Befehl des Hauptmanns. Charakter Vincent Mais.
Wie nennst du nochmal deine Community? Du machst mir gerade Angst, du machst mir gerade richtig Angst, weißt du das? Was hast du im Schilde? Und das sind die Golems. Und wir sind die Golems. Willkommen bei den Golems. Ach, wir sind die Golem-Gruppe. Ha. Ja, Golems. Und ich... Lol. Wie komme ich dahin? Waffenschmied des Ordens. Ah, ich muss hier über den Waffenschmied gehen. Ich dachte hier über das da. Ach, sind das zwei verschiedene Sachen. Die Wache, Stadtwache und der Orden sind zwei verschiedene Sachen. Oh, didn't knew that. Habe ich immer für das gleich gehalten. Die wollen ja nicht mit uns dealen, weil wir ihre Freunde umgebracht haben. Ja, eine Ritter des Ordens. Können wir eigentlich mit denen reden? Holy shit, was? Ich glaube, diese Orden sind eigentlich nur so rechtsradikal, echt. Bier von der Kleidung. Ist es so ein We Want You? Gesucht die Arbeit, kommt zu hiesigen Rekrutierstellen der Timerischen Waffe, GVI. Gottverdammte Infanterie, Wählerrat ist ein Idiot. Ja. Hier nur mit dem Totengräber. Die benutzt immer den gleichen Skin, das ist so schlimm. Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen? Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Ich traue Raimund nicht, er verwirkt etwas. Vielleicht könnt ihr mir auch davon erzählen. Nein, ich habe versprochen zu schweigen. Verstehe. Was braucht ihr? Ihr wisst viel über... Ab und... Ich... Raimund? Auch scheint eine Mühe mit diesem Fall zu haben. Das verbieten... Ich brauche eine Erlaubnis. Anders kann... Nun, ich habe sehr hohe Schulden bei... Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Wir müssen also zu Talo oder zu Mais. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert... Ach, wir sind ein wenig eigen. Die Obduktion sterbt. Überreste ist eine Kunstform. Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Ich werde da was brauchen. Hab ich überhaupt Zwergenschnaps? Ich brauche also Zwergenschnapsen. Wenn du irgendeine Urteile ist, sollten wir eine ausstellen sollen. Sollen wir Schein sprechen? Ich muss dem Totengräber eine Flasche Wodka bringen. Ach, nur Wodka. Ich hätte redanischen Kräuterwodka. Wenn du willst. Dann würde es funktionieren, oder? Hab ich die jetzt noch, oder? Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Hey, Biatch, I'm back. Was denn? Gefangen? Ich hoffe, ihr habt mir jetzt eins gegeben. Wo soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Okay, sehr schön. Ich muss um Mitternacht zum Krankenhaus gehen. Okay, gut, dann muss ich jetzt mit Thaler sprechen, beziehungsweise mit Vincent, aber der ist ja sauer auf mich, deswegen muss ich wohl mit Thaler sprechen. Ich habe mich wohl jetzt endgültig auf die Seite der Andelingen geschlagen. Der Orden war eigentlich ganz nett, aber die würden mich dann auch irgendwann killen. Und so kann ich auch nicht mal die offiziellen Sachen nutzen, wie den hier, den Schmied, sondern muss halt den günstigeren und besseren... Es ist einfach so. Er ist schlecht erreichbar, aber ist günstiger und besser. Also der Zwergenschmied meinte ich jetzt. Und jetzt müssen wir zu Thala. Und Thalas Haus ist Wallace. Scheiße. Nee, warte, der ist doch in der Richtung. Ich benutze mal jetzt meine rechte Hand. Und was ist das?
Hier. Tut zu Thalers Haus. Thaler, ich hab doch was in deine Schuld, oder? Kurz speichern. Was das hier schief gehen sollte. Also, könnt ihr mich in den Friedhof bringen? Ich kann alles Mögliche machen. Sagt dem toten Gräber, dass er mir nichts mehr schafft. Der wird sich ein bisschen. Oh, das ist toll. Toll. Ich kann jetzt, könnt ihr jetzt zum Totengräber. Und ich will noch schauen, ob du etwas verkaufst. Hier. Oh, der kauft mir auch nicht ab. Rune der Sonne. Ist hier noch mein erstes Silberschwert, deswegen will ich das nicht machen. Ob ich mal ein zweites Silberschwert habe, ich weiß aber nicht wie, werde ich es wohl tun. Sollte ich meine Runde spielen? Ich weiß ja nicht. Spielen wir Poker. Wenn ich es auf den zweiten Versuch nicht schaffe, gehen wir, okay? Wie sieht's aus? Zwei Paare, okay. Das heißt 4, 2, 1 resetten. 2, 4 und. Nee, 1. Gott, egal. Nächste. Nochmal von vorne. Würfeln, würfeln, würfeln. 6, 6, 3, 3. Oh, ein Doppelpasch. Sehr schön. Wetten, der hat ein Full House oder so. Willst du mich verarschen eigentlich? Hm? Willst du mich irgendwie verarschen? Einfach das zweite. Das ist doch asozial. Es ist doch asozial. Ja, neu laden. Mal. Ich rieche Pfannkuchen. Okay, wir machen dann gleich eine Pause. Ich hole mir Pfannkuchen und ja. Ja, wir machen erstmal eine Pause. Ich würde sagen, eine Pause wäre sehr gut. Oh Gott, dieser Geruch. 1, 1, oh, ein Dreier. Ein Dreier. Roar. Tim, du hast Brüste verpasst. Also wirklich, Brüste, wie kann man das verpassen? 6 und 5. Highlighten und kriege ich noch ein 1? Schade, aber ein Dreier ist auch gut. Im Betten, der bekommt jetzt ein 4 oder so. Oh, fick dich. Oh, fick dich. Einmal kriege ich einen 3 und er bekommt einen 5er. Ist klar. Weil ist das straight to 5? 1, 2, 3, 4. Nice! Straight to 5. Will mich verarschen? Will der Typ mich verarschen? Ich hab straight bis 5 und jetzt straight bis 6. Will der Typ mich verarschen? Vielleicht passt der ja. Nee. Ich werde hier 1 würfeln auf eine Hoffnung, wenn eine 6, dann wäre es Patt. Ja, eine 1. Und er würfelt nichts. Unglaublich. Wiederladen. Wir kriegen aber ja bald Geld von Kalkstein. Und dann können wir auch ins nächste Kapitel des Spieles folgen. Echt unglaublich. Also Leute, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Freie Musik.
So, die KI ist gleich OP. Sie ist gleich OP, das ist... In echt können wir das aber echt gut spielen. Also Tim, falls du Lust hast, könnten wir mal das... Ups. Fuck, falsch Knopf. Wenn du willst, könnten wir das mal in echt spielen, aber halt mit Sins statt Dinger. Das wäre eigentlich ganz lustig. Ich meine, man könnte auch... Das wäre eigentlich ganz, ganz nice. Findet ihr nicht? Also wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Hier Pause, Screen bis Uhrzeit. Sagen wir mal 20 Uhr. Gut. Also bis gleich. Ich werde leider keine Musik laufen lassen, weil GEMA und so. Mir wurden schon Streams gesperrt auf YouTube, weil ich GEMA Musik... Ah, das ist so kacke. So in Videospielen ist solche Musik. Also... Danke und bis später um 21 Uhr macht irgendetwas anderes und kommt dann zurück. In der Mittagspause, genau. In der Mittagspause können wir machen. Wir können so ein Kartell aufbauen. Oh yeah.
So, ich bin wieder da. Hallöchen. Ich muss nur kurz noch was noch machen. Und Game, nee, da, Game. Und wir können weitermachen. Was habt ihr so gegessen, gefuttert? Habt ihr irgendwas was gefuttert überhaupt? Ich hab Pfannkuchen gegessen. Pfannkuchen mit Quark und noch Pfannkuchen mit Zimt und Zucker. Später werde ich wahrscheinlich noch den Rest vom Mittagessen essen. Ich bin so ein Vielfraß. Eckknopf. Das ist ja auch nicht mehr viel. Jetzt muss ich zum Orden der Flammenrose. Wie komme ich nochmal dahin? Ach so. Wenn ich den Weg entlang gehe. Okay, I got this. Ich bin mal etwas interessiert. Oh, ich kann das nicht machen. Ich wollte mal schauen, was passiert, wenn ich die alle niederstrecke. Jetzt so à la Skyrim, aber geht nicht. Tja, The Witcher ist humaner als Skyrim. Da haben wir den Toten rüber. Was würdet ihr dazu? Ist das denn möglich? Ich habe ihn eure Schulden abgenommen. Aber ihr müsst gehen. Hier, die Schlüssel. Seht euch drinnen um, wo wir die Frischen zur Ruhe bitten. Aber wenn die euch töten, dann spukt nicht bei mir rum. Bleibt wohl. Sehr nice. Er kann jetzt auf den Friedhof gehen. Ich kann jetzt auf den Friedhof gehen. Wahrscheinlich kommen hier Monster. Aber geil. Wow, was war das für ein Vorschaubild? Nice. Oh, I like it very much. Noch sind hier keine Monster. Kommen die erst am Abend, oder? Wie sieht's hier denn aus? Ausgang zum Kaufmannsviertel, Kapellenruine. Grufteingang und Tempelbezirk. Zuckerpuppe und weiße Rosen. Die weißen Rosen. So. Grufteingang. Unbekanntes Kraut. Wow, nice. Ein unbekanntes Kraut, dem bin ich noch gar nicht begegnet. Also. Darüber habe ich noch gar nicht in den Büchern gelesen. Wow. Oh, hi, Trunkner. Bam. Niedergeschreckt. Fischau. Fischisel. Krähenauge. Ich frage mich, ob ich hier reingehen kann, ob die wirklich an alles gedacht haben und das wirklich auch hier abgesperrt haben. Ich gehe mal aber in die Kapelle. Die sieht gruselig aus. Ich gehe mal von der Kapelle weg. Na gut, da war eh nichts. Aber ist das auch abgesperrt oder? Ja. Was sagt nochmal die Karte? Da. Das heißt Grufteingang. Gehen wir in die Gruft. Wagen wir uns in die Gruft. Ich weiß auch nicht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Es gab schon vorher bei den Kloaken. Oh shit. Ertrunkener Tote. Die deutsche Übersetzung ist ja auch etwas inkonsistent. Ertrunkener Tote, ertrunkenes Tote, ertrunkener. Ich hasse es, wenn es inkonsistente Übersetzungen gibt. Und ab in den Grufteingang. Bam. Speichern. Ach, du weißt schon, dass ich sterbe, oder was? Wow, ich glaube, ich brauche hier eine Katze. Wie viele Katzen habe ich? Ich müsste mir danach noch eine Katze bauen. Oh, was war das? Ein Ghoul! Wasn't prepared for this.
Oh, ich komme wieder auf Ghoul-Blut. Interessant. Wenn ich Aalghule hier finde, ach du Schande. Da hilft einfach nur kurze Schnetzeln. Da hilft einfach nur Schnetzeln. Da ist ein Altar, den ich da links. Gravier, oh Gott, ein Gravier. Raimunds Leichnam? Holy shit, nein. Neue Region wird betreten, auch scheiße, Schande. Ein Ghoul. Zum Glück habe ich mir hier Katzen reingepfeffert, sonst wird das etwas scheiße. Das wäre wirklich scheiße, in der Dunkelheit zu kämpfen. Okay, ich sollte mir auch gleich eine Schwalbe reindonnern, wenn es so weitergeht. Entstellter Leichnam. Fass, 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 Fass. Noch ein Fass. Salpeter. Hammelbein. Oh, hey. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Schande, Raimund ist tot. Ich habe mich etwas bisschen gespoilert, würde ich mal sagen. Ich hätte da auch schon lang gehen können, aber ich wollte erst hier erkunden. Geht's hier denn immer noch weiter? Neue Region wird betreten. Oh, halt. Oh, ein Aalghul. Hey, Aalghul. Ich habe einen Aalghul-Vertrag. Ich muss das Blut von 3 Aalghulen bringen. Ich muss mich jetzt hier extrem konzentrieren. Ich schaue nur auf diesen Fleck, wann er orange wird. Also, wenn er so Feuer hat. Denn wenn er mich trifft, bin ich sowas von gearscht, ey. Wein, Weißwein, Essig, bitte? Was? Denn ich brauche Aalghul-Blut. Es ist doch eine Schweinerei. Hier kann ich nicht mehr lange meine Karte aufrufen. Ja, hier ist vor. Hier ist voll so Dings. Hier ist eine Fackel drin. Was ist hier? Gruft. Ein Fass. Ich würde mal einfach so einen Schleifstein einsetzen. Um mein Hexensilberschwert aufzupolieren. Dann habe ich hier was bekommen. Inventar. Das ist Öl, Schleifstein, zugefügter Schaden um 10% erhöht, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Höhle des Löwen. Außer da ist noch was, aber nein, wir sollten erstmal. Nee. Wir gehen hier rein, wir haben ja 14 Stunden von dem Zeug, also. Passt schon und wow. Cool. Ich weiß gar nicht gerade, wie die Katze lange hält und ich habe nur 2. 7 Stunden, ja gut, das passt. Aber das ist schon um eine halbe Stunde verbraucht. Alte Truhe, Halle. Da ist ein Ghoul. Schleifstein aktiviert. Noch eine Kombo und noch ein finaler Schlag. Und zack. Bam. Looten. Jetzt möchte ich schauen, was in alten Kisten sind. In alten Truhen in ein Sarkophag. Oh, scheiße. Ach du Schande, eine Holztruhe ist da hinten. Was ist das? Ein Meuchlerdolch. Den habe ich aber auch. Ja. Und ein Schleifstein. Für spätere Zeiten.
Radian verwendet hatten. Was ist hier drin? Was ist das? Unbekannter Trank. Und was ist hier im Korb? Ja gut, das kann ich jetzt trinken. Ein Tafelwasser. Wie viel Zeit gibt mir das denn? Hm? Ausdauerregeneration für 10 Minuten. Sehr interessant. Okay, let's go to the Sarkophag. Was ist denn im Sarkophag so? Ein roter Meteorit. Ein Sparrow-Kronstein. Diamantstaub. Tussaro. Was? Okay, ich muss Essen futtern. Nochmal futtern. Boah, wie das jetzt Zeit verbrauchen wird, sowas von. Ich muss meine ganzen Sachen hier auffuttern. Nein! Ich habe Alkohol getrunken. Ich krieg die Krise. Als ich in die Gruft reingegangen bin, habe ich ein Autosave. Ja, ich muss das machen. Ich habe hier keine Chance, wenn ich betrunken bin. Oh Gott, das war so ein großer Fehler, ey. Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen, ey. Wieso habe ich auch Bargeldschädel und alles dabei? Echt so. Weiße Rosen. Lol. Zuckerpuppe, jetzt mal futtern hier. Eine Schwalbe reindonnern. Hier eine. Und hier bitte noch die Katze. So, sehr schön. Das ganze Futter lasse ich jetzt einfach liegen. So, jetzt sehe ich auch alles. Okay, Futter liegen lassen. Hi, Ghoul. Gut, den Schleifstein kann ich einverwenden. Hier und einen wegtun und Hexer Silberschwert. Mittler Alkoholgehalt, Feuerstein, brauche ich. Und Attacke. Sehr schön. Ich wollte irgendetwas sagen. Ich mag den Kampfstil hier echt. Ich meine, wie das so rundherum Reimungsleichen haben. Ja, das wurde mir schon bewusst. Wie das ist einfach cool. Stylisch, würde ich mal sagen. Ja. Hi, Bro. Ich finde den Delay etwas blöd, aber zwischen dem Kampf und dem Endkampf, also dass ich wieder alles looten kann und so. Oh, hi, Ghoul. Go! Also denke ich, beide weg oder wie? Ich hatte Pause, habe ich nichts mehr gelesen. Ah. Schlimmer als so ein Stalker-Girlfriend. Ich nehme die beiden mal mit und esse sie sofort. Interessiert mich mal. Was ist das jetzt? Regeneration der Vitalität. Melone einfach mal essen. Oh ja. Oh was? Achso, hier. Ich dachte, das würde 10 Stunden dann dauern. Alkohol? Alkohol. In der Tat.
Theoretisch würde ich sie erst stunnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie immun dagegen sind. Wie das Blut hier auch sprenkelt, ist echt lustig. Dahinter ist eine Holztruhe, willst du mich verarschen? Salpeter brauche ich nicht. Wenn ihr jetzt wieder nur weiß, wann Essig ist drin ist. Boah, wozu brauche ich Weißweinessig? Was ist das überhaupt? Echt, Mann. Oh, der Schleifstein. Oder was ist das? Karte. Die Karte hat nämlich geblinkt. Ich speichere mal so aus Sicherheit jetzt, wo ich einen ganzen Korridor erkundet habe. Hier komme ich her. Da ist der Ausgang. Und hier muss ich hin. Also erst bevor ich das... Wow, direkt vor mir. Da erstmal umdrehen. Ups, zu früh. Zu früh. Gut, sehr schön. Bekämpft. Hier so. Wow, cool. Ich frage mich, ob hier wieder ein Alkohol kommt oder nicht. Wie kann bitte schon der Totengräber hier überleben? Ganz ehrlich. Alte Truhe, Korbe, die das eben, das von eben halt. Nö. Den nehme ich mal nicht mit, den unbekannten Trank, das sieht gefährlich aus. Das wäre schon Geld. Genau das, was ich will, gib mir mehr Geld für die Sachen. Noch mehr Geld, yeah. You know what I'm talking about. Und jetzt, Diamantstaub. Toussaint Rot. Die beiden natürlich. Na gut, dann lässt das auch mal mitnehmen. Ich meine, das war im Sarkophag. Und hier ist die Axt, die ich aber nicht mitnehmen darf oder kann. Ich will, weil, you know. Und jetzt habe ich schon vier Schleifsteine, also einer mehr als eigentlich vorgesehen. Bett okay. Ach, das ist der Trank, den ich nicht nehmen wollte. Und jetzt hier lang. Der. Der. Was? Ach, da konnte ich nicht runter. Ballerei. Kurz speichern. Alkohol? Nee, Ghoul. Wieso keine Alkohole? Sie sind zwar etwas schwerer, beziehungsweise nicht schwer, weil die einfach alle leicht sind hier, aber ich will Alkohol. Ich will endlich diesen Auftrag erfüllen. Es interessiert mich jetzt mal, wie laut nochmal die Aufträge Pizza gut für das Ende. Als Beweis sind 6 Töpfe Hundeteig. Und der Alkoholvertrag. Ist der. Um diesen Auftrag zu erfüllen, ist der Alkohol Dings im Glossar vonnöten? Jetzt zeig mal, ob ich hier Alkohol hab. Bei der Nähe, das muss ja unter Ungeheuer sein. Archespor. Nur Bossanzeigen, alle Ungeheuer haben. Alkohle. Ah, verstehe. Ich kann das nicht machen, weil ich Alkohle nicht kenne. Nur Bosse, das ist der Vorsprung, der erste Boss. Ein Golem, den haben wir besiegt. Die Striege. Keine Ahnung, was es ist. Den Werwolf, den haben wir besiegt. Und die wilde Jagd. Warte, Sekunde, was? Wild Hunt, wirklich? Das ist ein Hinweis auf den dritten Teil schon?
Wow. Hier schon ein Hinweis, also so ein kleines Easter Egg auf den dritten Teil. Schwefel, sehr interessant. Dann lass uns jetzt den dritten Gang erkunden, würde ich mal sagen. Hier müsste jetzt vielleicht noch ein Ghoul auftauchen. Aber, ja, hier. Und dann sehen wir gleich Raimunds Leiche. Hm. Oh, the fuck. Wow, der ist einfach an der Leiche von Raimund. Wow, schon Gesicht. Ach, das sind Flatterer und kein Gravier oder so. Okay, ja gut, denn jetzt mal alles looten, das könnte interessant werden. Flatterfangzähne. Eben das altbekannte. Was kriege ich nochmal vom Gravier? Gravierknochen, also Gravier. Raimunds Leiche. Erstmal Altar. Wow, unheimlich. Neuer Eintrag. Weißt du, ich werde mich jetzt bewerten und versuchen, Asa in die Falle zu locken. Autopsie bringt Asas Methoden ans Licht. Hier mein Staub. Ach du Schande, ey. Wird der Kampf dann ein Beweis seiner Unschuld? Ich werde der Boxball sagen, dass ich einen Beweis seiner Unschuld gefunden habe. Ich werde dafür Asa nicht direkt nehmen und uns bei einem der fälschlich Beschuldigten Unterstützung suchen. Ich muss den Totengräber von seiner Entdeckung berichten und seinen Schlüssel zurückgeben. Ach du Schande. Speichern jetzt mal schauen, was hier in dem Altar ist. Ach so, nur das da, weil es plötzlich rot wurde. Ach so, wegen Tageslicht und deswegen war meine Schwalbe kurz. Ah, nicht meine Schwalbe, sondern meine Katze. Wie viel Platz habe ich hier noch? Da könnte ich den Rest looten. Dann könnte ich noch den Rest looten. Und jetzt raus hier. Ich muss mich kurz kratzen im Gesicht. Und jetzt raus hier. Nieswurz. Cool. Könnte ich mir kurz schnappen und dann hier rausgehen. Raimund ist tot. Wieso nur? Wieso nur er? Tempelbezirk. Oh, ein Fass. Was könnte denn ein Fass sein? Irgendetwas Wertvolles, irgendetwas, richtig? Nee. Aber wenigstens 8 Ohren. Ohrens. Oh, eine Schande, ist eine Schande, sage ich euch. Die Besten sterben. Was braucht? Hier ist euer Schlüssel. Habt ihr etwas erfahren? Ich habe Raimunds Leichnam aufgefunden. Wie ist das möglich? Ich habe doch erst kürzlich mit ihm gesprochen. Jetzt bin ich mir sicher. Der Anführer der Salamander, ein Magier, der die Kunst der Illusion beherrscht, gibt sich als Raimund. Was? Oh my gosh. Dem habe ich das ganze Geld gegeben, wow. Okay, dann werde ich den jetzt wohl zur Strecke bringen. Aber vorher...
hier. Erstens werde ich Boxfleisch hier das sagen. Sorry, dass ich seine Männer mal niedergeschreckt habe, aber musste sein. Speichern. So. Gäste aus dem Haring Bären. Der Bär. Spieler, Kellnerin, yo. Da nichts mehr, aber ich habe Sachen zu verkaufen. Hier eine Honigvase, Wabe. Hier Hammel, Sachen, Erdbeere. Das kriegt ihr. Susarot ist nicht mal mehr wert zu verkaufen. Oder was ist das? Ach so, das war ja der andere mit. Ich dachte, das könnte ich noch benutzen wegen französischer Musik. Ich breche mit dem Satz. Aha. Wolf, weißer Honig. Waldkauz. Ich muss noch zwei Katzen brauen und einen Schwalbe. Ach, da ist wohl gerade die Katze abgeklungen, oder? Nee, die Katze habe ich noch. Ich bin ja so schlau. Ja, bist du. Okay, lass mal hier machen, dann kann ich die Tränke brauen. Die Tränke, die ich benötige. Falsch hier, Alchemie. Katze da. Leichengift. Rebis. Leichengift würde ich auch nehmen. Querebis. Oh Gott, da bestimmt nicht. Nein. Monstrositätenlymphe. Ballisterfrucht. Bestimmt kein Schwefel, den habe ich noch einmal. Und Eisenkraut, nochmal Querebis. Eisenkraut. Was? Nein! Dang it. Jetzt habe ich tatsächlich meinen Schwefel verbraucht. Aber okay. Egal. Dann weiße Möwe. Oh hey, ihr nehmt endlich das, was ich wollte. Statt Inertsäure. Obwohl die mir jetzt auch okay wäre. Was ist das? Querebiff, Todesstaub. Leichengift, dachte ich doch. Und eine Stunde meditieren. Jetzt muss ich dann zu Kalkstein und zu, ihr wisst schon wen. Um dann eben... Die Toxizität ist nicht abgeklungen. Und ich will auch, dass das Dings ab... Bis zum Morgen brauchen 16 Stunden meditieren. Also Azad Javar Dingens da ist Raimund. Azad Javed ist Raimund. Okay, interessant. Rauschmeister, Tür zu Box / Haus. Jetzt erstmal zu Kalkstein. Tür zum Schmied. Ich bin jetzt kurz mal interessiert am Schmied, ob der irgendetwas Großes anzubieten hat, wie Schwert oder so. Nachdem ich ihm jetzt... Nö. Hier hat er nicht, also er verkauft schon, aber er hat nichts gerade.
Blauer Meteorit. Braucht der Einsatz 300 jeweils. Ah, verflucht. Behaltet ihn da, ich werde es kaufen. Aber dann brauche ich noch einen dritten Meteoriten. Hätte ich schon zwei blaue Meteoritenschwerter? Aber hier, Tür zu Kalksteins Haus. Kann ich ihm sagen, dass er unschuldig ist? Als ob er das nicht wüsste. Haha. Ich hätte argwöhnt, dass ihm klar wird. Raimund. Ich glaube, Raimund ist der Anführer der Salamandra. Seid ihr sicher? Der kennt doch gar nicht. Ich habe eindeutige Beweise. Azar tötete Raimund. Eignete sich mit eindeutig, wow. Der Schurke. Es ist besser für euch. Seid vorsichtig. Er hat große Macht. Lockt ihn an einen Ort, wo die magische Aura instabil ist. Instabil. Verstehe. Aber hey! Dann kriege ich ja dich gar nicht dorthin. Oder? Ich bin sozusagen das Kalkstein. Ihr habt bereits gelesen. Algule. Ja, super. Boah, ich müsste irgendwas verkaufen, aber. Wow. Was? Für Dienersäure so viel? 15 jeweils. Heilige Scheiße. Oh, the fuck yes. Kann ich den auch? Für Dienersäure so viel, holy shit. Jetzt habe ich Alkohol, ich könnte jetzt den Alkoholvertrag machen. Alkoholmerk, ja. Aber holy shit, 750 für einfach einen Stack, wow. Wow. Und jetzt muss ich jetzt besuchen? Wow, dieser Lag. Quests hier. Die Autopsie bringt also das Methoden ans Licht. Kann ich nicht schon jetzt ins Krankenhaus? Ich meine, das ist nach Mitternacht. Krankenschwester, kranker Mann. Novizin. Chris, bist du da? Nö. Ich sollte wohl erstmal bis Dings... Bis Mitternacht penne, vielleicht ist dann auch Boxfleisch da. Ich schau mal kurz, ob Boxfleisch da ist. Und dann liefere ich auch dieses Buch mal ab. Meine Eier jucken, hast du das gerade wirklich gesagt? Wow. Schankwirt, Spieler, hier Schankwirt. Und jetzt mal abliefern. Das Buch. Die Schädel kann ich mal behalten. Weiße Möwe. Ich würde mit der weißen Möwe natürlich noch eine Spalte machen. Ach, das kann ich ja jetzt machen. Das kann ich ja jetzt machen. Das kann ich ja jetzt machen. Also raus hier. Da, da, da. Wir sitzen eigentlich hier beim Feuer, obwohl es kein Feuer brennt. Egal. Erhöht die maximale Ausdauer deutlich.
Erhöht die Intensität der Zeichen. Schneesturm. Habe ich einen Schneesturm? Achso, nee, ich habe ja gesagt, der ist dumm. Schwalbe. Hier Vitriol verwendet, Rebus. Nee. Wir würden was anderes als Rebus verwenden und so, das hier. Das ist doch genauso rein. Gott. Das ist doch genauso rein. Wieso verwendet ihr das nicht? Und er hätte das Gehirngewebe, das er trunken verwenden können. Aber okay. Ich mache hier doch eine Schwalbe, oder? Ja. Also wieso wird man eine weiße Möwe nicht verwendet? Ich bin so verwirrt. Gott, nein! Schon wieder die besten Sachen ver... Nein! Ich darf einfach nicht mehr doppelt klicken. Jetzt habe ich das weiße Möwe, weil ich das gar nicht brauche. Ich kann hier nicht mal irgendwie das abbrechen und sagen zurück. Nein, tu das nicht. Gott. Bis Mitternacht meditieren. So, wieder halb da. Oh, wo ist deine andere Hälfte? Hahaha. Wo ist deine bessere Hälfte? Die sieht schrecklich aus. Gott, ich muss Beleidigung üben. Oh, schön, der Mond. Ist Boxflash denn da? Nein, das ist nur Coleman. Das war eine teure Schwalbe. Mit den besten Zutaten, ey. Es ist doch einfach Kacke. Jetzt muss ich ins Krankenhaus, oder ja? Um Mitternacht, sagte er. Ist das Shani? Ja. Speichern, bevor es losgeht. Und da ist der Leichnam von ihm. Bereit für die Autopsie? Roll, Boobies. Mit der schläft man später noch. Zugehörigkeit Mensch. Schlecht, männlich. Verletzungen schwer. Daniel, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Ein Werwolf kennt ihm ein Mensch, das noch immer wurde ausgesagt, müssen Asse. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Das ist ein Ass, was nicht wahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer zweifingerbreiten Klinik. Zwei Finger breit, oh. Also jetzt sind alle sein Nacken und Handlosen wirklich verkrampft. Woran erkennt ihr? Das ist schon äußerliche Zeichen sind nicht alles. Seine Nacken- und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Normalerweise kann ich auf die Muskelstarre und Gewebe der Rücken beachten. Aber die Leichenstarre dauert schon zu lange. Nein, erfolgreiche Autopsien beruhen auf Neugier. Wollen wir nachsehen? Untersuchen wir seine inneren Organe. Leute, falls es übrigens zu leise ist, sagt Bescheid. Verletzungen sind. Wenn ja, dann eine seltene Kalkstein. Aha. Die Leber ist komplett zu. Es war zu einfach. Das Leben kann manchmal einfach sein. Seid ihr sicher, dass die wahrscheinlichste Gruppe.
ist. Wir können das letzte Mittel des Leichenbeschauers versuchen. Eine Waffen des Heilige Scheiße. Die Öffnung des Schädels. Larven der serikanischen Zitzefliege. Aber wie kommen die da rein? Das ist Teil ihres Entwicklungszykluses. Wären wir in Serikanien, würde ich sagen, dass eine Fliege seine Nase hochgekrabbelt ist und Eier legt. Aber wir sind hier nicht. Ich bin aber in Temerien. Unser Klima ist zu kalt und trocken für die Zitzefliege. Wie kommen sie in seine Nase? Wie sehen diese Eier aus? Winzig, weiß, mehlarm. Sperma. Schrecklich. Und wir haben keine anderen Schmerzmittel. Ich dachte, es sei ungefährlich. Woher habt ihr es? Von eurem Freund, dem Detektiv. Er sagte, es käme aus einer speziellen Lieferung. Rheinland. Wir haben ein Problem. Er hat dem Fistlich Eier beigemischt und kam in der Nacht her, um die restlichen Beweise zu fälschen. Das hört sich absolut nicht nach Rheinland an. Mein Medaillon vibriert. Oh, stimmt. Dort stammt Asalab her. Der echte Raimund bald vielleicht gar nicht mehr unter uns. Aber ich habe ihn gestern gesehen. Asa nutzt eine Illusion. Er hat versucht, mich zu manipulieren. Ab dann schon. Ohne euch wäre ich nie dahinter gekommen. Die hatten es doch schon. Ich rede zuerst mit Kalkstein. Er sollte mir helfen, mich vorzubereiten. Ich darf also nicht die Autopsie gehabt, dass er von nichts zurückschreckt. Seid vorsichtig, Gerard. Bitte und Daniel, der Barbar, hey! Warte, ich mach das mal lauter. Ich hab das irgendwie das Gefühl, dass es zu leise ist. Also ich hab's jetzt lauter gemacht. Sagt mal, ob das so passt oder ob es immer noch zu leise ist. Weil ich das Gefühl habe, dass das Rauschen eben lauter ist als die Spiellautstärke. Und ich von daher nicht weiß, ob ihr es hört. Ich würde am liebsten gar kein Rauschen haben, das funktioniert aber einfach nicht. Gestern hat Cake aber etwas Interessantes probiert. Und zwar hat er einfach geschafft, indem er das Kabel rein und raus steckte, dass das Rauschen aufhört. Und das war voll cool. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach von einem lockeren Kabel herkommt, das Rauschen. Weil das kann doch einfach nicht sein, dass einfach das Mikro so ist. Das kann doch einfach nicht so sein. Oder doch? Was meint ihr? Gibt es ein Rauschen, das wir praktisch nicht hören? Interessant, Leute. Ich versuche mal kurz was, kurz weg.
Hallo? Test? Das Rauschen hört man immer noch, oder? Sekunde. Ich muss mal kurz den. Wenn das jetzt möglich, okay. Sekunde. Sekunde. Ich müsste kurz den Stream unterbrechen und dann neu starten. Also, tut mir leid für eine Minute. Audioverwendung ist möglich. Desktop Audio Device. Mikrofon USB Audio Rechner. K. Von USB Gerät. Auch Headphone Set. Test. Okay, das ist interessant. Okay, ich